Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 3. Im letzten Part sind wir durch einen vernebelten Wald-Sumpfgebiet-Gedöns gelaufen. Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Wortwahl, die ich da gewählt habe. Und sie war bewusst. Nein, war sie nicht. Egal. Auf jeden Fall sind wir wieder vereint mit Flynn und Rapunzel. Und jetzt wollen wir Richtung Königreich und brechen mal gleich in diese Richtung auf. Und ja, ist es auch. Ja, ist es. Moment, hier haben wir jetzt also ein Moor. Nicht schlecht. Moment, wieso kann ich da nicht hin? Ich will dahin. Blöder Busch. Ich habe ein Schwert. Wieso kann ich den Busch nicht klein hacken? Egal, erstmal hierher. Hui, und hoch. Toll, hier ist auch so eine unsichtbare Wand. Was haben wir hier? Hier kann ich auch nicht durch. Das ist ärgerlich. Aber dann ist es halt so. Und einmal hier kaputt machen. Yay. So, hier ist nichts. Okay. Und ja, wieder eins dieser komischen Poster wegmachen. Huh? Arbeite mit Rapunzel zusammen und erklimme die Klippen. Huh. Er fragt sich, was... Mit einem... Okay. Oh, hier sind bestimmt total viele Metallerze drin. Das wäre super für unsere... Mal sehen. Ich kann ja mal hier versuchen, hochzuklettern. Hm, wo? Ah, hier. Okay. Rapunzel, ich will das aber noch nicht machen. Nee, ich will erstmal diesen komischen... Ach so, da müsste ich... Ich muss hier nach ganz oben und dann mich fallen lassen. Doch nicht. Meh. Menno, ich will aber... Ich will aber den Felsen kaputt machen. Ja, ich weiß, Rapunzel. Ich weiß, dass du mich da unbedingt hinbringen willst, damit du mich mit deinen Haaren rüber schicken kannst. Aber ich will das jetzt noch nicht. Bedenke, ich bin ein reisender Ritter. Naja, gefühlt. Vielleicht sollte ich mal von der Seite versuchen, darauf zu klettern. Kann ich hier überhaupt hoch? Nee. Wieso sieht das begehbar aus, wenn ich da gar nicht... Ah, wahrscheinlich, weil ich... Ja, okay, Rapunzel, ich höre dir jetzt zu und werde das so machen, wie du das möchtest. Moment mal. Sora, over here. Ja, ist gut. Moment, wieso kann ich die Kamera gerade nicht drehen? Doch, jetzt geht's. Aber ich habe mich da verguckt gehabt wegen dem Leuchten, wegen der Wände hoch und so. So, was jetzt? Wieso macht ihr so eine Probleme mit dem Gehen? Na gut. Hui! Wir sind drüben. Nice. Und wenn ich wieder zurück will, dann kann ich das nicht, oder was? Oh, Menno. Na gut, gehen wir hier lang. Was ist, wenn wir hier lang gehen? Ich will mich hier einfach nochmal umsehen. Nein, nicht runterfallen, Sora. So, was ist, wenn ich hier hingehe? Okay, hier kämen wir nur wieder zurück und hier kämen wir runter. Und... Luchis! Hi! Ich habe erst die Musik gar nicht mitgekriegt, dass sie schon gewechselt hat. Wahrscheinlich ist sie zu spät gewechselt. So, komm her, du komischer Bogenschütze. Die finde ich übrigens niedlich. Und zwar volle Kanüle. So. Sehr schön. Auch wenn die Kamera gerade abgespastet hat, eher. So. Nächsten anvisieren. Und
Und der nächste Schatten durch. Und, ach, wie sich Rapunzel da gerade um die Bäume geschlungen hat. Auch gut. Ich mag ihren Kampfstil. So, noch ein bisschen Taler einsammeln. So. Ui, irgendwer hat hier so ein bisschen... Was denn? Ah, Wickeldrehung schon wieder. Gut. Let's go. Und wusch. Ja, bye bye, Lurchi. Bye bye, kleiner Schattenlurch. Komm ich hier auch noch hoch? Ja. Ah, also hier wieder. Okay. Aber noch nicht. Ja? Rapunzel, ich will mich nochmal ganz kurz hier umsehen. Mal sehen, haben wir hier noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Ja, Rapunzel, ich war hier. Ich muss aber sagen, es ist sehr genial, dass wir auch durch die Mine kommen. Und yay! Und oh, jetzt kommen wir hier auch noch runter. Oh, wie genial ist das denn? Also ich wusste, dass es im Film eine Mine gibt. Deswegen bin ich jetzt auch darauf gekommen, dass wir hier reinkommen. Oder zumindest hier vorbeikommen. Aber wirklich rein? Wow. Also die Welt ist wirklich vielseitig, was das angeht. Ich meine, wir haben Flüsse, wir haben Sumpf, wir haben Moor, wir haben Berggebiete mit einer Mine drin. Wow. Die Welt ist riesig. Sehr gut. Und jetzt einmal die Wickeldrehung schon wieder. Sehr schön. Ja, gut. Ich habe da oben eine Kiste gesehen, da gehe ich als nächstes hin und... Uiuiui. Ui. Hör auf, so gestunt zu sein, Sora. Uiuiui. Ui. So. Und zweite Form. Und gleich hier nach die Wickeldrehung. Sehr gut. Und da habe ich ein Lucky Emblem gesehen. Und weg mit dir. Jawohl, aber hier sind auch viele Herzlose. Auf einen Schlag so. Wo habe ich jetzt das Ding gesehen? Da. Gut. Gute Frage. Ich mache mal erstmal ein Foto. Sehr gut. So, hier irgendwo habe ich eine Kiste gesehen, aber wo war das jetzt genau? War das vielleicht da drüben? Ja. Sehr gut. So. Ach, was mache ich denn da? Okay, hier kommt man also wieder raus. Das will ich aber gar nicht. Weil ich habe ja irgendwo eine Kiste gesehen. Ich will die Kiste haben. Okay. Da bin ich jetzt zu blöd. Ich denke mal, hier wird da was sein. Oder?
da ist sie, genau. Gut, ich habe sie gefunden, sehr schön. So, dann jetzt hier hoch. Dass sich aber auch nichts in Rapunzels Haaren verfängt, während sie hier rumläuft. Da achtet sie wirklich sehr gut drauf. So, wo? Hä? Ja, das kann ich mir schon denken. Okay. Da müssen wir also rüber. Kann ich jetzt schwingen? Super. Hui! Und da sind wir. Wow. Und wow, hier sind Konstrukte. Und oh oh, was ist das denn für ein Viech? Ah, ich glaube, das habe ich mal in einem Trailer gesehen. Ich glaube, das ist ein Boss. Ja, sieht nach einem... Alter, hör auf, mir den Arsch zu zeigen, du. Oh, du. Du Drecksvieh. So, Geisterschau. Oh, das ist ein cooler Angriff. Und jetzt einmal die Wickeldrehung. Sehr gut. Und während hier nebenbei noch Rowdy Rumble. Oh, so genial. Ich liebe Rowdy Rumble, ja. Auch ein sehr geniales Boss-Theme. So, jetzt der Hyperhammer. So, wow, was ist jetzt mit dir? Ah, jetzt teilt er sich auf, okay. Ach du Scheiße, der ist jetzt ein Pferd. Na gut, dann einmal die, was? Die verwandelten Herzlosen. Ich habe den jetzt gerade mit Absicht in diesen Dings gefangen. Gab zwar leider nicht so viele Treffer, aber wenigstens ein bisschen was. Oh, das hat aber doch ordentlich gezogen. Ja, einmal Wickeldrehung. Sehr gut. Ich finde den Timu von uns fünf so genial. Gleich heilen. Oder ich habe ja schon geheilt gehabt zu dem Zeitpunkt. So. Gleich haben wir's. Und er ist erledigt. Hoffentlich. Ah, wir haben nur einen der Wagen erledigt. So, dann jetzt. Die Spritzfahrt wieder. So, super. Drei Treffer, vier Treffer. Ist nicht so viel, aber wenigstens etwas. So, erstmal noch ein bisschen Blitz reinknallen. Gleich als nächstes den Hyperhammer. Ich glaube, ich habe ihn da kurz in die Ecke gebackt gehabt. Wow. So. Gut, einmal Donald Meteo. Sehr gut. Ah, wieder ein Wagen erledigt. Sehr gut. Finde ich aber ein geniales Konzept für einen Boss. Wirklich mit Abschnitten zu arbeiten und die dann abzuarbeiten, dass man so mehr HP unter
in einem anderen Areal dann noch verstecken kann und den Boss so länger hat und mehr von dem Boss hat. Und yay, Supersprung. Und mehr MP. MP ist immer gut. Supersprung. Drücke im freien Fluss Kreis, um einen Supersprung auszuführen, mit dem du bislang ungeahnte Höhen erreichen kannst. Ah, ich glaube, langsam kriegen wir endlich auch die Flow Motion. So, okay. Mal sehen. Na, ich werde das schon noch hinkriegen. Irgendwie. Dann klettern wir mal hier hoch. Hey. Okay, da geht's also nach Corona. Aber da will ich noch nicht hin. Hey Sora, this looks like a good place for one of your swan dives. Was? Ach was. Ah, und dann muss ich von da hinten aus das... Okay, aber... Moment mal, bin ich jetzt ernsthaft so weit zurückgefallen? Okay, das sollte ich vielleicht mal machen, wenn ich hier Backtracking mache. Weil das... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal versuchen sollte. Weil nochmal durch den ganzen Bereich laufen... Ich weiß nicht. So, jetzt müssen wir hier nochmal... Ja, ich weiß. Rapunzel, beeil dich. Sehr schön. Und nochmal rüber. Können wir irgendwie die Mine umgehen? Oh, sieht nicht so aus. Also müssen wir da auch nochmal durch. Okay. Wenn da jetzt aber Herzlose auftauchen, dann hau ich wieder ab. So. Einmal hier hoch. Sehr gut. Sora, this looks like a good place to cross. Ja, sieht wirklich danach aus. Sehr schön. Na, komm her. Ups, da sind wir. So. So, in die Richtung geht's weiter. Ist hier noch irgendwas Kistenmäßiges oder so? Nee. So, wenn ich jetzt springe, dann muss ich aber ganz genau aufpassen, wo ich da lande. Jawohl. Ich weiß zwar nicht, was ich damit jetzt erreicht habe, aber... nur bei... Ach, da ist eine Kiste! Okay, her damit. Kisten sind immer gut. Und ich habe Aero-Knöpfe bekommen. Oh, nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß auch schon, wem ich die gebe. Nee, hat sich erledigt. Verdammt. Vielleicht gebe ich die, ja, ich glaube ich... Nee. Der Glücksring ist tatsächlich besser. Vielleicht gebe ich die dann Rapunzel. Na, oder gebe ich sie Sora? Fragen über Fragen. Nee, das senkt mir einige Sachen zu weit. Sora, this looks like a good place to cross. Ja, ich weiß. Aber wenn ich schon einmal das überquert habe, dann fände ich es schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das zu überspringen. Nicht, dass es mir nicht gefällt. Im Gegenteil, ich finde es genial, dass man sich mit dem Haarlasso durch die Gegend schleudern lassen kann. Aber... irgendwie, naja, dass Rapunzel, dass wir halt auf Rapunzel warten müssen. Das ist so eine Sache, die ich nicht ganz so optimal finde. Das ist aber, glaube ich, so eine Sache, wenn ich auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste, ist es immer noch eine 9,5. Also es ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Zumindest für mich. So, einmal die Mine überspringen.
noch was? Ich glaube, ich hatte was gesehen. Ach, das war nur... Okay, mal hier hoch. Dann hier lang. Ganz schnell. Sehr gut. Ich merke schon Rapunzel. So. Gut, und jetzt können wir auch endlich da lang, wo wir hin wollten. So, hier nach oben. Und jetzt gehen wir in die Richtung, wo es nach Corona gehen soll. Das ist aber echt tief im Wald, wo Rapunzel gelebt hat. Oder lebt immer noch. Und Wildblumenlichtung, das klingt... Oh ja, Vögelchen. Wait, come back. We must have startled them. Oh, schade. Oops. Hä? Was ist oops? Oh, they're leaving. Ach so. Oh, there they are. Wo sind sie? The birds flew that way, Sora. Welche Richtung? Hä? Ja. Rapunzel's calling you. Ja, ich bin noch hier. So, in welche Richtung sind sie jetzt geflogen? Hui. Ach, jetzt bin ich runtergefallen. I think Rapunzel's found something. Okay, dann gehe ich immer noch zu Rapunzel. Kann ich jetzt mit dir reden? Ja, sag doch, was willst du, Rapunzel? The birds flew that way, Sora. In die Richtung, okay. Oh, oh, there they are. Wo denn jetzt? Let's da? See. Ah, okay. Ah, okay, das. Das frage ich mich auch. Vielleicht ein Foto? The birds flew that way, Sora. Ich kann ja mal ein Foto von denen machen. Oh, there they are. So, ganz langsam. The birds flew that way, Sora. Ich weiß, ich bin doch schon. Careful this time. So, soll ich jetzt... Och, nicht schon wieder. Oh, there they are. Wo denn jetzt schon wieder? Nice. Jetzt bin ich verwirrt. Oh, die freche Kanarie habe ich gefunden. Sora. Ja, was denn? Ich bin doch schon auf dem Weg zu den Vögelchen. The birds flew that way, Sora. Ich weiß. Ich bin doch gleich da. Oh, there they are. Ja, hier sind sie doch. Ich mache doch jetzt auch schon ein Foto. Ich hoffe, das reicht dann. Rapunzel's calling you. Ah, jetzt. Führe die Vögel zu Rapunzel. Bewege dich langsam, um sie nicht zu verscheuchen. Slowly. Slowly. Ach so. Please don't fly away. Ich finde das so genial. Sora, der Vogelflüsterer, oder was? So. Gentle, Sora. Ich bin ganz vorsichtig, Rapunzel. Sieht man doch. So. No, wie süß. Dass die Sora auch weiter nachgelaufen sind. Oder nachgeflogen sind. Heißt das, Sora ist jetzt offiziell eine Disney-Prinzessin? Oh, wie süß. Erreiche das Königreich. Ja, das war jetzt nur so ein kleines Extra-Ding für Rapunzel, ha? Huh? Ich dachte, die Fotos schießen reicht. Na gut, dann... Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Okay, dann weiß ich ja schon, was ich am besten machen sollte. Ich gucke mich nochmal hier so ganz grob um. Aber hier scheint nichts mehr so weit zu sein. Hattest du noch was zu sagen, Rapunzel?
Rede mit mir, Frau. Can we go now? Ja, können wir jetzt gehen? Leider nicht, Rapunzel. Wir beenden jetzt hier den Part. Und im nächsten Part setzen wir an dieser Stelle fort. Und ich muss ehrlich sagen, das mit den Vögeln war gerade verdammt niedlich. Oh mein Gott. Na gut, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.